Ich darf den, glaube ich. Schade, schade. Naja, immerhin ist Borenta ein Level up. Okay. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal die Tränke leer machen. Weil da habe ich noch fast 100 Stück von. Okay. Ich setze mal den Kollegen hier ans obere Ende. Probier mal mit dem Rasierblatt aus. Und dann... Ich will aber dieses Vieh erzwangen. Oh, nicht dieses Vieh. Nein. So ein Vieh euch habe ich schon. Knappe Sache. Ach nö. Ich könnte jetzt einfach mich umdrehen und wegfahren, oder? Tut mir leid für dich, dass ich gerade eins meiner stärksten Viechern... Der Wichser hat es. Boah. Dafür will ich dich zerstören. Ich glaube, dass es wie Pflanze. Kampfwasser ist. Es hat zumindest so einen Anschein. Besiegt, du Sack. So, kurz was trinken. Da sind wir wieder. Was zur Hölle? Wo bist du? Ich fange dich ab. Abgefangen. Ich will dich. Du gehörst zu meiner Sammlung. Sehr bald. Ich werde nur ein bisschen schwächen, damit ich anfangen kann. Ein bisschen, ganz ruhig. Jetzt müsste ich aber theoretisch noch genug Zeit haben für ein paar Runden, um die Hagelkörner quasi, ja, zu kompensieren. Vielleicht habe ich ja Glück. Wer weiß? Ah, fast. Ich hatte schon gehofft gerade. Ich dachte, es wird wieder so wie mit Nebulak, wo ich dann das eine Nebulak einfach reingehe, zack, ersten Pokéball einfach werfe und ist gefangen. Instant. Nee, so sollte das nicht sein. Du schaffst das. Komm schon. Ja, nein. Ja, man sieht schon, die Leben gehen schon runter. Viel Zeit ist nicht mehr. Ich
messe die Zeit jetzt einfach an Hagelkörnern. Oh Gott. Wir haben nicht mehr viele Hagelkörner Zeit. Ach komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Verdammt. Es scheint keine sehr große Chance zu haben, dass es drin bleibt. Wir haben nur noch wenige Hagelkörner Zeit. Es ist schon rot. Das ist nicht gut. Ich habe angefangen zu fangen, also versuchen, als es im grünen Bereich noch war. Na, verdammt. Gegenschlag? Ich habe gar nichts gemacht. Oha. Ja. Natürlich nächstes Pokémon. Was ist los mit dir? Komm schon. Es sind nur noch 1, 2, 3 Hagelkörner übrig. Komm schon. Ja! Ja! Verdammte Scheiße. Das hat aber lange genug gedauert. Gibt doch mal ordentlich Öcken für. Dann zum her. Kampf, ist nur Kampf sogar. Ist nicht mal Wasser. Ich gebe ihm einen Spitznamen, ich nenne ihn... Cthulhu. In mein Team natürlich. Meister des Wahnsinns. Porenta macht schon Magei, Kollege. Oh, wie gut. Wie gut. Cthulhu. Level 50. Mein höchstes Vieh. Guck mal direkt mal, was der so für Attacken drauf hat, ne? Außerdem muss ich den... Ah ne, der ist ja schon. Warte mal, das hier sortieren Favoriten. Das hier sortieren Favoriten. Und jetzt das sortieren Favoriten. Jetzt ist es nämlich nach Pokéball, Superball, Hyperball sortiert. Nein, andersherum. Okay. Also, Cthulhu. Wie sieht's aus? Ja. Kann ich auch gleich mal gucken, was der so drin hat. Also, wir haben Oktoklammer. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Angriff und die Verteidigung. Wenn eigene KP niedrig sind, das konnte es mal raus. Der Dreck kommt weg. Schnarcher, nee. Gettung. Schaufler. Fassade, nee. Kreuzanziehung? Nein. Nadel, Felswurf. Nee.
Oh, Kaskade kann der lernen. Ja, da habe ich 2 von, da gebe ich ihm 1. Dafür kommt das hier weg. Der hätte zwar diese Attacke für die Statusveränderung, aber so oft passiert es jetzt auch nicht, dass durch Statusveränderung mir ein Vieh entgeht. Haben wir noch irgendwas Gutes? Nee, das war es. Aber ist schon nicht verkehrt. Das ist schon nicht verkehrt. Das kommt direkt an die Spitze. Meister Cthulhu. Okay. Wenn der eine... wenn der eine Weiterentwicklung hat, dann will ich die haben. jetzt muss ich ihn erstmal suchen. Ist er doch. Er hat auf jeden Fall keine Weiterentwicklung. Leider nicht, aber er ist ohnehin schon nicht verkehrt. Habe ich jetzt über... Warte mal. Ja, doch, doch. Schnäppke ist natürlich auch was, was ich austauschen könnte. Aber mal gucken. Ich sollte mal speichern. Ja, ja, ja. Speichern ist nicht verkehrt. Da sehe ich was. Top-Beleber, ich glaube... Ich glaube, die kennen mich wirklich. Will der zu mir oder was? Nee, 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 nee. Ich hab dich schon. Ich brauch dich nicht nochmal. Vielleicht gibt's natürlich auch eine Unterentwicklung. Das kann sein. Das kann ich aber schlecht wissen. Hallo. Ist das dein scheiß Ernst gerade? Okay. Die wollen alle nicht. Ich weiß halt nicht, was passieren würde. Was zum Teufel? Wo bist denn du? Kloptopus? Ist es vielleicht die Unterentwicklung von dem? Das könnte sehr gut sein. Dass das die Unterentwicklung ist. Das ist sehr gut möglich. Ich fang... Okay. Ich fange ihn mal. Wenn er am Leben bleibt. Und ich kann den Zoom mit Jammer noch freilassen. Sehr gut. Ich meine aber, es könnte vom Aussehen her würde es passen. Gucken wir mal, ne? Ja, das ist die Unterentwicklung von dem hier. Nicht verkehrt, aber... Das heißt, ich kann es jetzt freilassen, die Unterentwicklung, weil die brauche ich nicht. Wenn ich sie schon habe. Freilassen, sehr gut. Also. Haben wir noch so ein Vieh. Oh Gott. Ist da hinten was? Da blitzt was? Sondermamons habe ich noch. So viele habe ich noch kein einziges benutzt. Ja, komm. Cthulhu wird dich verschlingen.
Oha. Verdammt, ich habe meinen Vieh vom vorherigen Kampf nicht geheilt. Ah, das war vielleicht ein Fehler. Ich glaube, ich tue wieder Legios an die Spitze. Der soll sich entwickeln, wenn er das kann überhaupt. Ah, verdammt, ich hätte... Ja. Er funktioniert ja auch. Jui Testo. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Aber ist auch nur Level 41, also ist auch nicht die Welt. Das macht alles nicht so viel. Ehrlich? Ah nein, fuck! No. Bin ja doof, ey. Jetzt hat er mich echt noch besiegt, weil ich die falsche Attacke gedrückt habe und er wird so... No. Katastrophenkampf war das. Das war ein Katastrophenkampf. Oh je. Aber jetzt kann ich Legios wieder an erster Stelle stellen. Direkt, wenn er in den Kampf kommt, mache ich diese Käferattacke und dann batz. Sei denn, die ist halt nicht effektiv. Oh mein Gott. Hm. Aber warte mal, hier war ich doch. Nee, geh weg. Ich würde gern... Obwohl, nee, würde ich nicht gerne. Gucken die an, wie er da einfach hochkommt. Weilmeer. Scheiß Weilmeer. Was soll denn das? Wo machst du sowas? Noch nicht schon wieder, ey. Wenn die nicht gegen mich kämpfen wollen, dann gehe ich halt. Ganz einfach. Na gut, gegen die kämpfe ich noch und dann sammle ich das Ding ein. Ha, kann ich Käfer gegen den benutzen? Bringt das was? Ich probiere es aus. Ich glaube, das funktioniert jetzt nicht mehr, oder? Nein! Warum ich jetzt vergiftet? Durch was wurde ich vergiftet? Ich hab doch noch nicht mal getroffen. Wie wurde ich da vergiftet? Hä? Oh, wie ranzig. Na dann. Ja, wahrscheinlich ist die Attacke... Dass sobald jemand... es könnte sein, dass jemand angreift, solange das, der Bunker aktiv ist, vergiftet wird. Komm schon.
Wow.